Gut, ich bin nervös, mein erstes Mal auf der Bühne, so viele Menschen. Schön, dass ihr alle da seid, ein Riesenapplaus für euch. Ist warm, ich weiß, wir schaffen es aber noch einmal, noch mal ein bisschen Stimmung machen und dann machen wir das Q&A weiter, okay? Okay, ich rufe Hanami, ihr ruft Con. Hanami! Und jetzt noch mal laut, Hanami! Sehr schön, jetzt begrüßen wir für das Q&A unsere eingeladenen Synchronsprecher. Da machen wir richtig Party, okay? Mit wem fangen wir denn an? Wir fangen an mit Martin May. Applaus! Dankeschön. Mai. Entschuldigung. Als nächstes Konrad Bösherz. Und Sven Plate. Das war doch eine schöne. Es wurde bezahlt? Nein. So, wer weiß denn schon, wer hier alles so sitzt an Stimmen? Mal die Hand heben, machen wir mal so. Auch noch gar nicht so viele. Also ich war mal so frei, ich bin der Petrus, falls wir uns noch nicht kennen. Hallo, hey. Ihr nennt mich auch manchmal Daniel, glaube ich, aber ihr dürft mich Petrus heute nennen. Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Ich war echt überrascht, was für eine Starbesetzung ihr heute sitzt. Ihr habt ja eine Liste, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich rausschreiben soll. Ich dachte mir mehr so, ich fange an, was noch nicht so lange her ist, rauszuschreiben, weil wir auch jüngeres Publikum haben, aber ich glaube, ihr kennt auch viele Dinge von früher noch. Sven, ich habe dich oben stehen. Ich fange mal bei dir an. Bugs Bunny. Das wissen wir alle. Ich war überrascht. Big Bang Theory? Will Wheaton. Also Will Wheaton war ja ein Raumschiff Enterprise und dann in der Big Bang Theory oder jetzt auch in so anderen Franchises noch. Vor allen Dingen letztes Jahr Super Mario, ne? In dem Film hast du auch eine Rolle gesprochen. Ja, da war ich Onkel Tony, war nicht so eine große Rolle, aber ja, da war ich auch drin, ja. Aber ist ja interessant, ne? Ist eine Riesenpalette und sehr vielfältig. Das fand ich sehr interessant tatsächlich. Du hast nur einen ganz kleinen Teil an Schauspiel, war das richtig? Du hast früher, vor vielen Jahren, Schauspiel betrieben? Also ich habe früher ein bisschen gedreht, habe Theater gespielt, als Kind hauptsächlich und jetzt aber eigentlich nur noch synchron in allen Variationen. Aber trotzdem sieht man dich ja vor der Kamera noch oft. Naja, ich habe ja den Kanal der 1-Minuten-Star, vielleicht kennt es der ein oder andere, wo ich auch Synchronsprecher vorstelle, Konrad oder Martin. Also ich habe jetzt in 2 Jahren über 700 Videos gemacht mit Synchronsprechern und dadurch kennen mich halt vielleicht auch ein paar mehr jetzt. Ja, ja, ist ein gut besuchter TikTok-Kanal, ne? Ja, Instagram, TikTok, YouTube, ich bin eigentlich überall. Sehr schön. Wo ist er nicht, ja. Wir haben uns ja auch zufällig auf der Unicorn damals kennengelernt, ne? Das war ja, da warst du als Besucher da, noch nicht als Gast, ne? Ja, Konrad, zu dir. Das ist auch meine Jugend so ein bisschen. Yugi Moto. Ja, ne? Absolut. Yu-Gi-Oh! Kennt er bestimmt alle, ja. Oder? Jetzt kommt aber wirklich meine Jugend. Okay, jetzt bin ich richtig. Jetzt bist du richtig. Ich glaube, du weißt, was kommt. Na? Nee, weißt du nicht? Al Pfeiffer? Die Superstrolche? Ja, absolut. Das war so ziemlich die erste Hauptrolle, die ich gesprochen habe beim Synchron. Das ist ja jetzt 30, 32 Jahre her oder so. Ja. Nee, so alt bin ich nicht. Oder vielleicht doch. Wer kennt Al Pfeiffer? Nein. Wer kennt Al Pfeiffer? Doch noch ein paar, ne? Stark, oder? Ansonsten hatte ich gesehen, Dragon Ball, das ist interessant für alle hier, glaube ich, ein bisschen. Genau, ja, Prinz Pilaf habe ich da gesprochen, genau. In Super, ne? Ja, genau. Ja. Und da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber Bleach, glaube ich, da warst du auch noch oft dabei. Genau, bei Bleach, da spreche ich die Hauptrolle des Ichigo, genau. Sehr stark. Ihr mögt Bleach, ne? Das weiß ich ja. Hey! Unabhängig davon habe ich gelesen, dass du auch bei einem Radiosender... Genau, ich habe früher Station Voice für einen Radiosender in Frankfurt gemacht. Das ist so öffentlich-rechtlicher Rundfunk gewesen in Frankfurt. Und ich habe für die so 5, 7 Jahre die Station Voice gemacht. Genau. Bin dann immer zwischen Berlin und Frankfurt hin und her gependelt. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht, ja. Ach, verrückt. Magst du kurz erklären, was das bedeutet, Station Voice? Station Voice ist sozusagen jeder Radiosender, oder früher war es zumindest so, ein Radiosender hatte immer eine Stimme, die dann die Ansagen für neue Shows, für große Events,
Werbeblöcke, sowas sozusagen eine Stimme, die so das Aushängeschild des Radiosenders war. Genau. Ach so, also quasi, das ist dann immer abgespielt oder ist das dann genau, auch das sind live? So Vorgänge, nee, es ist nicht live, das ist dann nicht die Moderation, sondern das, was immer zwischen den Blöcken kommt, so. Keine Ahnung, so 103.6, ja, ja, genau. Das so. 1 live, kennt ihr gar nicht, ne? Kennt ihr 1 live? Ne? Das ist so ein Radiosender bei uns aus dem Pott, glaube ich. Ja, aber interessant, dankeschön. Ja, ja, Martin, bei dir ist viel Film gewesen? Viel Film. Ja, war in den 80er, 90ern, sehr ja, viel, ja. Ist ja schon ein bisschen länger her. Länger her, ja. Landarzt habe ich gelesen. Auch. Tatort auch, ne? Ja, ich war Tatortkommissar sogar. Tatortkommissar. In Frankfurt. Hammer. Ja. Und da ist eine ganze Palette gewesen, was ich da so ein bisschen rausgesucht habe. Das ja. War echt viel. War ja, ich meine, das Bekannteste ist natürlich das Boot. Das Boot, genau. Das stimmt. War natürlich 80, 81 schon sehr lange her. Und das war mein zweiter Film, damit habe ich angefangen quasi. Ja. Und aber die letzten 20 Jahre bin ich hauptsächlich im Synchron unterwegs. Ja. Also das hätte ich nicht gedacht tatsächlich, aber du bist wahrscheinlich vom Film auf Synchron dann gekommen? Genau, ja. Und wenn wir schon bei Synchron sind, ne? Ihr werdet jetzt euch wundern, wer es noch nicht weiß. Kennt jemand Naruto? Ja. Kennt auch jemand Kakashi? Yay. Ja, und das fand ich, also ich gucke immer was zu mir, was ich so kenne so ein bisschen. Die kennen alle viel mehr, was Anime und Manga betrifft. Das wissen wir ja mittlerweile, dass Petrus noch nicht so drin ist, aber ich übe Leute. Aber was ich geguckt habe und was ich auch interessant war, war Seven Deadly Sins. Ja, da bin ich Hauser. Ja, genau. Und auch gut, ne? Sehr schön. Da war ich neulich. Bitte? Ich bin in ja. Achso. Ja, erstmal einen Riesenapplaus für alle drei. Haben wir uns ein bisschen vorgestellt. Und ich würde gerne einmal vorab noch mal wissen von euch, wie lange ihr schon im Synchronbereich sind. Du sagtest gerade schon 20 Jahre. Naja, nee, eigentlich schon länger, weil, wie gesagt, das Boot, dieser erste oder zweite Film, den ich gemacht habe, der wurde damals aufgenommen mit einer ungeblimmten Kamera. Das ist eine Kamera, weil diese Dekoration so eng war, wo kein Schallschutz drüber ist. Deswegen ist die sehr kompakt gebaut und man hört bei dem O-Ton dann immer dieses Laufgeräusch. Deswegen ist dieser komplette Film nachsynchronisiert, ach, was kein Mensch weiß oder keinem auffällt, weil das ist einfach deutsch-deutsch und das ist perfekt. Ja. Aber das waren meine ersten Synchronarbeiten, also vor 44 Jahren. Ja, krass, wie du das geschafft hast mit Mitte 30, jetzt hier noch so sitzen. Danke. Schlecht. Was trinkst du, wer ist? Reden dann drüber. Ja, also bist du schon sehr lange im Geschäft. Ja, ja, aber dass ich so, dann habe ich auch Mitte der 80er angefangen mit Synchron, also Fremdsynchron, aber so richtig, dass es so meine Hauptbeschäftigung ist, ist seit den 2000ern, letzten 20 Jahre. Ja, nicht schlecht. Machen wir bei dir weiter? Ja, also ich habe als Kind angefangen mit dem Synchron, so mit 8, 9 Jahren, also so jetzt vor 32 Jahren etwa. Und habe das dann halt immer neben der Schule und auch während des Studiums weitergemacht und habe es dann irgendwann ausschließlich gemacht, genau. Aber ich komme lustigerweise auch eigentlich vom Film. Also ich habe als kleines Kind angefangen zu drehen, so mit 4, 5 Jahren und dann ist Synchron daraus entstanden sozusagen. Also auch schon eine lange Zeitspanne ja, vergangen ist. Ja, war so mein ganzes Leben. Ja. Mehr oder weniger. Bugs Bunny ist ja schon lange da. Also Bugs Bunny spreche ich seit 1994, ist schon lange, aber ich habe angefangen 1978. Oh mein Gott. Also relativ lange, kennt wahrscheinlich keiner mehr. So die erste Sache war, Größe war damals mit Dustin Hoffmann und Meryl Streep, Kramer gegen Kramer. Kennt aber wahrscheinlich keiner mehr, aber war damals Oscar-Gewinner. Da habe ich den kleinen Jungen gesprochen, den Scheidungssohn da. Ja, das war so der Anfang. Ich komme eigentlich auch vom Theater. Ich habe Theater gespielt mit Lutz Riedel, ein sehr bekannter Synchronsprecher. Und der hat mich dann in Berlin zur Arena-Synchron vermittelt. Und dann hat es angefangen. Da gab es ja auch nicht so viele Kinder und nicht so viel Synchron überhaupt. Es war ja doch ganz anders alles früher. Und, ja. Also haben wir schon drei Urgesteine hier sitzen. Riesenapplaus dafür. Danke, dass ihr für uns da seid. Für uns da seid, ja. Sehr schön. Ich finde es immer interessant und ich habe es ja auch schon ein paar Mal mit anderen Synchronsprechern gehabt und die Kommandozentrale Synchronsprechen ist eigentlich Berlin, ne? Ja, ist so. Ja, also auch zunehmend. Früher gab es ja, habe ich eben schon
so ein paar Leuten gesagt, die gerade sich Autogramme geholt hatten. Die alten Animes waren oft in Hamburg, wie zum Beispiel jetzt Naruto, oder München war One Piece, Sailor Moon, Pokémon, diese ganzen Sachen. Aber jetzt die neuen Sachen, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, was weiß ich, Spy X oder wie die heißt. Also diese ganzen Sachen, meine Wiedergeburt als Schleim, das ist eigentlich jetzt alles in Berlin. Also der Trend geht auch dazu, dass viele, spreche auch wie Martin zum Beispiel, zumindest zeitweise immer in Berlin sind, oder viele Münchner Sprecher auch nach Berlin gezogen sind, weil dort auch viele Synchronfirmen, wie zum Beispiel Splendid aus Köln, FFS aus München oder Scala aus München, in Berlin jetzt Dependancen gemacht haben, weil einfach die Sprecherzahl einfach größer ist und weil die interessanteren Projekte auch in Berlin sind. Und zum Beispiel Netflix, was ja wahnsinnig viel macht, macht also sehr viel in Berlin. In Hamburg gab es noch eine Firma, die hat Stranger Things gemacht. Die Firma hat jetzt die Lizenzierung verloren von Netflix, deshalb geht die Serie auch nach Berlin. Und in München gibt es auch noch zwei, drei Firmen, aber das ist der ganz große Teil. Also ich zum Beispiel arbeite jetzt fast nur noch für Netflix. Ich mache ja hauptsächlich Regie, und jetzt Elite habe ich gerade gemacht, oder jetzt Parasite war jetzt gerade, oder diese ganzen Sachen, das ist eigentlich hier Jesse Dahmer oder so, diese ganzen Sachen, die waren jetzt, oder hier dieses Reindeer Baby, was gerade ist. Das ist jetzt alles Berlin, mehr oder weniger. Also für Hamburg und ist ein bisschen schwieriger, glaube ich jetzt. Es kommt dann auch noch hinzu, dass so ganz große Projekte, wie zum Beispiel sowas wie Game of Thrones, da sind so viele Rollen drin, dass in Städten wie Hamburg und München gibt es auch exzellente Sprecher, aber in halt einen kleineren Pool, und diese Riesenserien, wo teilweise 500, 600, 700 unterschiedliche Sprecher auch in der deutschen Fassung drin sind, oder auch im Computerspielbereich gibt es einfach Projekte, die so viele Sprecher benötigen, das gar nicht woanders zu stemmen. Es ist so, ich lebe in Hamburg, aber arbeite seit 2 Jahren fast nur noch in Berlin. Es geht ja auch, ist ja relativ nah, mit dem ICE dauert es 1-3 Stunden. Aber es ist eben wirklich so, in Hamburg haben wir 5 Studios, die permanent synchronisieren. Da gibt es ein paar ganz kleine, die ab und zu mal was machen. In Berlin sind es 40 oder mehr. Also Ateliers sind es in Berlin jetzt 100. Ja, ja, aber und ich rede von den Firmen. Von Firmen, ja, vielleicht so 20. Ja, es sind noch mehr, Und es, man merkt es halt wirklich, also insgesamt, wenn alles, was ihr seht, alles, was ihr synchronisiert seht, stellen im Prinzip in Deutschland ungefähr 5000 Menschen her. Also von den Sprechern über die Autoren, über die Tonmeister und so weiter. Es ist eine ziemlich kleine Gemeinde. Und das Zentrum davon ist Berlin. In Hamburg haben wir 250 professionelle Sprecher. In Berlin sind es 1500 vielleicht oder so. Ja? Also ich habe ja als Kind auch 2-mal bei der Wien-Film synchronisiert. Da war ich so 13, da haben die mich wirklich nach Wien geflogen. Und ich habe da auch tolle Sachen gemacht, aber irgendwie ist es schwierig, weil natürlich bei vielen Rollen es schwierig ist, ganz sauber Sprechende zu finden, ganz, ganz viele, weil bei den Österreichern oft so ein bisschen noch was drin ist vom Dialekt oder so. Das ist dann immer ein bisschen schwierig gewesen. Deshalb gibt es jetzt, glaube ich, nur noch ganz wenig in Österreich, in der Schweiz, glaube ich, sowieso nicht. Ja, das war auch oft ein Thema, dass es, also egal wie sehr man trainiert, dieses saubere Hochdeutsch zu sprechen, man hört es trotzdem immer wieder. Es gibt ja in Berlin ein paar Österreicher, die synchronisieren. Also Raphael Albert zum Beispiel ist ein österreichischer Synchronsprecher, der auch viel so Musikregie macht, aber auch selbst spricht. Es geht schon, aber da muss halt wirklich ganz viel so Sprechausbildung gemacht werden, noch direkt darauf geachtet werden. Weil es ist ja nicht nur, dass die Wörter eine leichte Färbung haben, sondern die Sprachmelodie ist ja auch anders. Und die kriegt man natürlich ganz schwer raus. Aber ja, es ist möglich, es gibt Leute, die es geschafft haben. Ja, hört sich doch gut an. Also hat jeder eine Chance. Auch ich. Irgendwann. Ich hab, Schauspielausbildung ist zum Vorteil. jetzt hattest du vorhin, Sven, schon ein paar Animes aufgezählt. Seid ihr so auch aus der Szene? Interessiert ihr euch für Animes selber oder sprecht ihr das nur? Wir bewerten das nicht, wir finden es auch nicht schlimm. Seid ruhig ehrlich. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich da auch nicht mehr ganz die Altersgruppe sind, die da so jetzt richtig groß reingekommen ist. Ich habe in meinem Leben schon bestimmt eine Handvoll Animes gesehen, eher aber so Sachen aus den 80er Jahren. Also ich weiß ja, dass ich Akira zum Beispiel gesehen habe, den fand ich fantastisch. Ja, so eine Sachen. Aber ich glaube, wir sind wahrscheinlich dann ein bisschen zu alt für manche Produkte, genau. Und das ist so, dass ihr Fans, die ihr eben sehr viel schaut, habt uns da sehr viel voraus, weil unsere Arbeit im Studio ist eben oft so, du bist für eine Rolle gebucht und kommst dann für 2 Stunden, 3 Stunden ins Studio, sprichst in 8 Folgen, da mal 3 Takes, da mal 20 Takes, aber du weißt eben als Sprecher gar nicht, worum das Ganze geht.
sondern das weiß im Prinzip nur der Regisseur, der alle Folgen im Optimalfall aus dem FF kennt. Aber als Sprecher bist du halt wirklich nur für deine einzelnen Sachen gebucht. Und insofern sind die Fans, die Hardcore-Fans, die jede Folge kennen, uns da weit, weit voraus im Wissen über die Serien und die Figuren. Also bei mir war es so, ich habe neulich ein Anime gesprochen, der hat mir so gut gefallen, dass ich mir so 20, 30 Folgen mal angesehen habe. Was, ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, kennen wahrscheinlich auch viele nicht, weil es ein alter Anime ist, der nochmal neu auf Deutsch synchronisiert wurde, Monster. Ich weiß nicht, ob jemand den kennt. Kennen Sie kaum. Ich habe da Grimma gesprochen und der hat mich so gefesselt, dass ich mir dann irgendwie ganz viele Folgen angesehen habe, fand ich ganz toll. Und durch meinen Ein-Minuten-Star habe ich halt dann immer jemanden, zum Beispiel kommt dann Christian Zeiger, dann frage ich, was machst du? Der sagt, er macht bei Haikyuu oder dann habe ich Konrad, dann sagt er Ichigo's Bleach oder so. Dadurch habe ich dann immer, also kriege ich ganz viel mit. Oder Tommy Morgenstern, habe ich ja auch zwei Interviews gemacht mit Son Goku oder so. Deshalb kenne ich die Namen und wenn ich euch jetzt hier sehe, dann sehe ich, aha, das ist Nezuko oder wie die heißt, aus Demon Slayer oder das kriege ich mittlerweile mit, aber ich habe die Folgen halt nicht gesehen und viele Synchronsprecher da hatten ja früher auch Angst zu Convention zu gehen, die haben immer zu mir gesagt, ja was ist, wenn die jetzt was fragen aus dem Anime, was da passiert ist oder so, man muss wirklich sagen, es gibt, von den Jüngeren gibt es schon zum Beispiel René Donclaude, werden ein paar Leute kennen, Jujutsu Kaisen macht er zum Beispiel die Regie oder Attack on Titan, der lebt halt Anime, aber wir, die meisten nicht so. Genau, also es gibt da natürlich viele Serien, die einem trotzdem gut gefallen, also man auch begeistert dann hingeht und die einem richtig Spaß machen. Aber ich glaube, dass halt viele von den Sprechern, also gerade wenn sie noch ein bisschen älter sind zum Beispiel, einfach halt einen ganz anderen Bezug dazu haben. Und ja, genau, aber es gibt auch so eine nachwachsende Generation von so Anfang 20-jährigen Sprechern, die auch teilweise ja aus der Anime-Szene selbst rausgekommen sind und dadurch überhaupt erst ihren Weg zum Synchron gefunden haben. Also viele andere Sprecher sind halt entweder ausgebildete Schauspieler oder irgendwie anders halt dazu kommen. Aber es nimmt auch immer einen größeren Raum ein. Also früher hat Anime halt einen viel kleineren Raum im Synchron angenommen und es gewinnt halt wie generell in der Gesellschaft immer mehr an Stellenwert. Wenn man die Regie macht in der Serie, also ich weiß nicht, kennt jemand Mushoku Tensei? Ja, okay. Also da mache ich Regie und spreche eine der Hauptrollen. Insofern kenne ich diese Serie aus dem FF und ich weiß auch, wir haben gerade wieder gestern aufgenommen, ich weiß, was passiert. Ich bin der alte Rodeus, ich bin die innere Stimme von Rodeus. Ja, ich bin Rodeus. Wenn du halt dich wirklich intensiv eben von der Regie oder vom Buch her mit sowas beschäftigst, dann bist du halt schon intensiver drin, aber ansonsten ist es eben so. Man muss ja doch sagen, also als ich aufgewachsen bin, gab es kein Anime. Es gab Captain Future, wer es noch kennt. Da habe ich ja den kleinen Jungen gesprochen und das fand ich total cool, dass ich da drin war. Aber sonst gab es überhaupt keine Animes. Und wenn wir früher für Animes gebucht wurden, dann haben viele Sprecher aber gesagt, oh, da musst du ja nur so schreien. Da wollte eigentlich keiner richtig mitsprechen. Ja. Mittlerweile ist halt Anime aus der Nische raus. Und nächsten Monat kommen mal locker 170.000 auf die Dokumi in Düsseldorf. Also Anime ist Mainstream und jetzt versuchen ganz viele Leute auch in Animes mitzusprechen, weil es gibt ja keine treueren Fans auf so Conventions als Anime-Fans. Auf jeden Ich bin Fall. Aber total geflasht. Auf letztes jeden Jahr, Fall. Letztes Jahr standen bei Tommy Morgenstern die Leute 8 Stunden an 3 Tagen und haben 50 € bezahlt pro Person für Sprachnachricht, Autogramm und Selfie, um Son Goku deine Unterschrift zu kriegen. Das ist doch wie bei den Beatles oder so. Hallo? Und es war früher so, ach Anime, für Kinder und so. Es hat sich total gewandelt. Also es ist so ein bisschen den gleichen Weg gegangen wie auch zum Beispiel Marvel oder Superhelden. Vor 20 Jahren würde ich sagen, wenn man zur Schule gegangen ist und man war Comic-Fan, wurde man da halt belächelt. Und heutzutage ist das Marvel-Universum so im Mainstream, dass man schon Menschen suchen muss, die es nicht gesehen haben. Und so langsam diesen Prozess sieht man ja auch bei Netflix zum Beispiel, dass es jetzt einfach Realverfilmungen von Animes gibt. Und es ist dann sozusagen das Produkt, das diesen Monat gestartet wird, hat sich halt komplett geändert. Eine kurze Frage an euch. Marvel kennt ihr aber, oder? Ja! Ja, ne? Ja. War nur ein Test. Ja, interessant. Ich habe eigentlich 1000 Fragen, aber wir haben gar nicht so viel Zeit. Aber ich knüpfe noch an eine an und da will man so langsam ans Publikum übergehen. Ihr habt auch bestimmt ein paar Fragen. Ja, müssen wir mal ein bisschen durchrattern. Es wird immer mehr, habe ich gehört. Es werden auch immer mehr Serien, immer mehr Animes, immer mehr Filme. Das heißt, wir brauchen auch immer mehr Sprecher. Und Österreich haben auch eine Chance, habe ich rausgenommen.
Was wäre denn so der typische Weg für einen Synchronsprecher, um einer zu werden? Der typische Weg ist, dass du erstmal eine Schauspielausbildung machst. Eigentlich. Also es gibt natürlich die Quereinsteiger. Aber wir reden eigentlich von Synchronschauspiel, weil das, was wir tun, ist Schauspiel. Halt auf, nur mit der Stimme. Und es ist, Schauspiel hat ja verschiedene Formen. Also wenn du auf der Bühne stehst, Theater spielst, spielst du groß, weil das muss halt auf 30 Meter in der letzten Reihe ankommen. Wenn du vor der Kamera stehst und spielst und die Kamera hat eine Großaufnahme von deinem Gesicht, spielst du ganz klein. Aber es geht in beiden Fällen oder in allen Fällen immer um eine Sache. Es geht darum, Emotionen auszudrücken und beim Zuschauer Emotionen auszulösen. Und das sind eben verschiedene Arten und Weisen, das zu tun. Und insofern ist Synchronschauspiel eben das auf die Stimme reduziert. Das Reproduzieren im Prinzip, was du siehst, das ist ja nicht nur Anime, sondern im Realfilmbereich ist es ja auch ganz stark, das zu reproduzieren und zu übertragen und fühlbar zu machen. Und insofern ist eigentlich der klassische Weg, aus der Schauspielerei zu kommen, aber es gibt schon die Leute, die eben aus dem Fanbereich kommen oder die als Kinder anfangen und dann da reinwachsen. Aber ansonsten, so ich sag mal, als Erwachsener quer einzusteigen, ist relativ schwierig. Man lernt es auch nur, es gibt keine Ausbildung dafür. Es gibt jetzt ab und zu mal so Kurse und sowas, aber im Prinzip lernst du es durchs Machen. Je häufiger du das machst, desto mehr trainierst du deine Skills. Mhm. Und auch gerade... Sehr schön. Dann hast du da auf jeden Fall gute Chancen. Nein, ich würde auch sagen, gerade es werden ja häufiger solche Kurse angeboten. Und ich denke, dass diese Kurse sich, wenn sie fair sind, eigentlich an Menschen richten, die eine Schauspielausbildung haben und die vielleicht ein bisschen lernen sollen, wie musst du dann sozusagen synchron sprechen, was sind da die Finessen. Aber prinzipiell, wenn man sich für das Thema interessiert und man möchte gerne vor dem Mikro stehen und würde gerne Synchronschauspieler sein, dann würde ich jedem empfehlen, mach eine Schauspielausbildung und danach kannst du immer noch gucken, ob das vielleicht die Nische wird, auf die du dich spezialisierst. Ja, und einfach machen, das ist so das Motto eigentlich. Man muss machen. Da muss man es einfach machen und dann wird man sehen, ob man schwimmt. Also wenn dich die Leute buchen, buchen dich die Leute. Genau. Es gibt ja auch im Hörspielbereich, dass aus der Fanszene Labels entstanden sind, also wo auch Fans angefangen haben, oh, wir machen selber Hörspiele. Mhm. Auch aus der Ecke sind ein paar Leute reingekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass da die Tore sperrangelweit auf sind und es ist schon schwierig. Es sind Berufe. Das Problem ist halt, durch diese ganzen Synchronsprecherkanäle ist uns halt aufgefallen, dass Synchronsprechen auch relativ hip ist, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja so einen TikTok-Kanal oder Instagram-Kanal, wo ich auch live gehe. Da fragen mich ganz oft Leute, wie werde ich Synchronsprecher, was muss ich machen? Mhm. Also es gibt viele Leute, die das machen wollen und ist ja auch gut. Aber wie gesagt, man muss vorher wissen, es ist halt sehr, sehr schwer, es ist ein langer Weg und es gibt halt viele Leute, die das machen wollen. Und es gibt halt relativ wenig Plätze, sage ich mal. Und vor allen Dingen, weil wir auch nicht wissen, wie es mit der KI weitergeht, sind wir ja noch nicht mal sicher, was in ein paar Jahren ist. Also wenn man jetzt 20 ist, damit anfangen will, muss man zumindest wissen, das ist so, ich muss eine zweite Option haben. Ne? Genau, deswegen ist auch ein sehr guter Punkt zur KI. Also ich würde, wenn jemand wirklich Lust hat, Synchronsprecher oder Synchronschauspieler zu werden, würde ich immer sagen, mach eine Schauspielausbildung, weil dann stehen dir alle Türen offen. Du kannst auf der Bühne stehen, du kannst auch einfach bei Netflix eine schöne österreichische Produktion machen. Aber dann könnte Synchron halt ein Teil dessen sein. Genau. Ja. Ich hatte jetzt letztens eine Serie gesehen auf Netflix, ich glaube, die hieß Crooks oder so. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Und da waren auch Österreicher bei und die waren für mich ganz schwer zu verstehen, muss ich sagen. Ihr habt die kaum verstanden. Ich musste mit Untertitel gucken tatsächlich. Wow. Ehrlich, das war so schwer. Aber das ist nicht das Thema heute. Ihr habt noch ein paar Minuten für ein paar Fragen. Habt ihr Interesse? Ja? Dann laufe ich mal kurz rum. Und vielleicht kriegen wir gleich noch eine kleine Kostprobe. Postkroge. Kostprobe? Ja, ne? Wo war hier? Gibt es Sprechrollen hier? Gibt es Sprechrollen, die ihr auf keinen Fall machen wollt, weil wegen Gewaltszenen oder ähnlichem? Ja, sicherlich. Also es gibt bestimmte Rollen, wo man dann sagen würde, nee, das ist mir jetzt doch zu viel. Ich glaube, es gäbe bestimmte sozusagen, wenn es
zu Gewalt verherrlichen wird, also wenn es ganz ohne Sinn und Verstand einfach nur Gewalt gibt oder auch gerade Gewalt gegen Frauen, homophobe Szenen, rassistische Szenen, wo es nicht mehr die Geschichte hergibt, warum das passiert, sondern man wirklich das Gefühl hat, okay, hier werden gerade Meinungen propagiert. Es gibt auch vielleicht bestimmte Parteien, für die man keine Werbung sprechen würde, sage ich jetzt mal. Aber an sich gibt es natürlich auch viele Szenen, die vielleicht brutal oder schrecklich sein mögen, aber die in der Geschichte ihren Sinn haben und für die Rolle wichtig sind oder für andere Rollen. Und dementsprechend ist es dann doch oft breiter, als man denkt, was man alles machen würde. So. Ja. Also es gab in Berlin jetzt einen Fall, die Leute, die sich gut mit Anime auskennen, werden es vielleicht gehört haben, dass es ein paar Animes gibt, die sehr viele Vergewaltigungsszenen hatten. Und da gab es in Berlin dann auch viele Sprecher, die gesagt haben, da möchten sie gar nicht mitsprechen in diesen Animes. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen, aber ich weiß, dass mir ein paar Sprecher in Berlin erzählt haben. Also da gibt es so einen Punkt. Aber so ansonsten normale Gewalt oder so ist in vielen Fällen ja auch Teil des Films oder Teil des Plots und muss auch so stattfinden. Deshalb sagen wir eigentlich sehr selten, dass wir was nicht sprechen. Mittlerweile im Zuge der ganzen MeToo-Diskussion und so ist es mittlerweile so, dass die Firmen den Sprechern auch sagen, in dem Film sind starke Gewaltszenen drin, ist sexuelle Gewalt. Und dann können die Sprecher vorher sagen, möchte ich machen oder möchte ich nicht machen. Das ist aber wirklich eine Entwicklung der letzten 2-3 Jahre. Weil eigentlich früher immer so eine Szene gab und die Schauspieler wussten, es kann sowas kommen. Ne? Aber es wird halt jetzt alles immer mehr thematisiert und oft wird es jetzt vorher angesprochen. Hast halt oft das Problem, wenn Kinderrollen da sind und wo es halt um brutale Szenen vorkommen und du besetzt das eben mit Kindern, weil es Kinder sein müssen, weil es halt 6-jährige, 8-jährige Stimmen sein müssen. Das ist wirklich manchmal sehr, sehr hart. Und da haben wir zum Teil dann ohne Bild aufgenommen oder haben dann einfach nur gesagt, schrei mal ein bisschen oder solche Sachen. Ja. Weil man den natürlich solche Gewaltdarstellungen auf gar keinen Fall zumuten will. Ja. Gut, danke schön. Dann einmal hier ganz hinten links. Hier ist die nächste Frage. Zuerst mal danke, dass ihr unsere Kindheit geprägt habt. Und nun zur Frage, habt ihr ja auch schon bei Videospielen gesprochen und ist der Ablauf ähnlich oder irgendwie anders? Der Ablauf ist ganz anders, weil es kommt darauf an, wo das Videospiel herkommt. Es gibt manche, da gibt es bereits englische Lines, an denen man sich orientieren kann. Man hört dann die englische Aufnahme und ja, weiß dann, wo die Emotionen sitzen sollen oder worum es geht. Es gibt aber auch Videospiele, wo du überhaupt keine Informationen hast, sondern da steht einfach nur der Text und dann steht vielleicht noch eine Regieanweisung dahinter wie erst wütend, dann ängstlich. Aber du hast keine Ahnung, was das für ein Umfeld ist, was es für eine Situation ist. Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, wie diese Sachen gemacht werden und es ist wirklich ganz anders als im Synchron. Und beim Synchron ist das ja so, wir gucken uns einen ganz kleinen Satz, einen ganz kleinen Abschnitt an und versuchen, also und synchronisieren den dann. Dementsprechend ist die Arbeit ein bisschen langsamer, du musst halt genau erfassen, was passiert und versuchen das Ganze dann lippensynchron sozusagen darauf zu zaubern. Und bei Computerspielen ist das nicht ganz synchron, du kannst ein bisschen breiter oder ein bisschen schneller oder langsamer sein als das Original. Und dementsprechend ist das Tempo, in dem aufgenommen wird, deutlich höher. Das heißt, man macht viel mehr Lines in einer Stunde und das ist sozusagen meiner Meinung nach die Königsdisziplin, weil die Konzentration, es ist von der Konzentration das Anstrengendste, was man überhaupt mit Sprache machen kann, meiner Meinung nach. Und ich spreche echt gerne Games, es gibt viele coole Games, aber es ist immer sehr anstrengend. Ich mache ja viel Regie bei Spielen, zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild oder bei Batman Arkham Asylum habe ich Regie gemacht. Das Problem, was wir manchmal haben, es gibt halt Sachen, die sind Cutscenes, da sieht man wirklich die Leute, wie sie auch sprechen. Aber es gibt andere Takes, das ist egal, wie Konrad gesagt hat, wie breit man ist. Es gibt aber auch Time Restraint, heißt es, oder Strictly Time Restraint. Und bei den Strictly Time Restraint Lines müsst ihr sogar die Kurve nachbilden. Also ihr hört das Original, dann sagt er, komm, come on, macht eine Pause, dann sagt er noch was irgendwie, dann müsst ihr auch genau die Pausen treffen. Ihr seht dann praktisch die Amplitude und das müsst ihr nachbilden. Das ist natürlich dann sehr kompliziert, weil man den Ausdruck haben muss, aber Englisch hat teilweise ganz andere Melodien oder viel breitere Sachen als im Deutschen und das ist dann schwer nachzubilden. Also Spiele können super anstrengend sein,
Und manchmal hat man aber auch irgendwelche Kampfspiele, wie Konrad gerade sagt, die ohne Zeitbeschränkung sind. Und da kann man halt ganz schnell hintereinander. Ist halt super anstrengend, aber es geht halt auch sehr schnell manchmal, muss man auch sagen. Ja, aber man ist eben oft wirklich auch, man stochert im Dunkeln, weil man nicht weiß, wo geht die Szene hin, worum geht's. Also sind ja oft auch Abzweigungen im Spiel. Ja, machst du das? Und da bekommen wir sehr, sehr wenig Informationen, weil die Firmen einfach einen sehr hohen Geheimhaltungsdruck haben, weil sie immer Angst haben, dass was vorher rauskommt. Also bei mir war es extrem. Ich habe, wer es kennt, Dragon Age 2 gemacht, die deutsche Regie. Und am Anfang wussten wir noch alles genauso, wie Martin gesagt hat. Da waren die Originalstimmen. Irgendwann wurden es immer weniger Originalstimmen. Dann wussten wir noch Kobold 35 freundlich. Und zum Schluss stand dann gar nichts mehr da. Wir wussten weder, ob es ein Mann oder eine Frau ist, was dann teilweise zu ganz lustigen Sachen führte. Aber das ist dann total schwer. Und dann wundert man sich manchmal, dass bei Spielen auch das nicht hundertprozentig vielleicht draufpasst. Immer. Wir haben einfach die Infos nicht. Und so Dragon Age, wer es gesehen hat von euch, das sind ja hunderte Rollen. Ja? Und irgendwie 50 Kobolde oder was weiß ich, da weißt du überhaupt nicht mehr, wen du besetzen sollst. Ja, danke schön. Dann bin ich hier Mitte rechts einmal für euch. Die nächste Frage. Eine ganz wichtige Frage an den Konrad. Was ist deine Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karte? Meine Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karte? Schwierig. Ich habe... das letzte Mal, als ich auf einer Convention war, den geflügelten Drachen des Ra geschenkt bekommen. Da hatte ich mich dann, da waren, sind dann so noch so ein paar Ideen hochgekommen, aber ansonsten wahrscheinlich das schwarze Magiermädchen. Daran erinnere ich mich auch noch ganz gut. Schön. Dann hier ein bisschen weiter hoch, noch eine Frage. Was war für euch eure Lieblings-Synchronsprecherstimme, die ihr jetzt gesprochen habt? Also, was ich sehr gerne spreche, ist zum Beispiel Plague. Das ist aus Miraculous Ladybug, ja. Und das ist immer gar nicht so viel, aber ich mag den sehr gerne. Sehr niedlich. Es geht eigentlich immer nur um Käse und Essen. Und ich esse, gehe auch sehr gerne gut essen. Haben wir es gemeinsam, es macht immer sehr viel Spaß. Genau. Tja, meine lieben Shinobi, was ist wohl meine Lieblingsrolle? Kakashi. Bei mir ist es, wer es noch kennt, Guizdo aus Die Drachenjäger. Den habe ich geliebt. Und Hörspiel, ich weiß nicht, ob viele von euch noch Hörspiel hören, ich liebe ja Hörspiel. Da gab es eine Sendung, war so, eine Serie, die war so ein bisschen angelehnt an drei Fragezeichen, Point Widmark. Und da habe ich Jay Lawrence gesprochen, das waren so meine beiden Lieblingsrollen. Super, dankeschön. Dann machen wir hier direkt weiter. Ich habe zwei kurze Fragen an Martin. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, Naruto nochmal einen Arschbohrer zu geben, würdest du die Chance ergreifen und nochmal zubohren? Bitte, was war die zweite? Und die zweite ist, ob du ein lustiges Zitat von Kakashi ansprechen kannst. Ein lustiges Zitat von Kakashi. Mein Gott, ihr stellt Fragen. Also, Naruto kriegt immer einen Arschtritt von mir. Und ein Zitat, mein Gott. Mir fällt jetzt echt keins ein. Ja, morgen bin ich vorbereitet. Jetzt weiß ich nichts. Sehr schön, danke. Hier bin ich. Hier die nächste Frage. Wir wollten fragen, ob da Konrad in Higgs spielt für Dragons. Genau, bei Dragon spreche ich Higgs, genau. Das hat auch immer richtig viel Spaß gemacht. Das war echt eine meiner Lieblingsrollen. Higgs aus Dragons, Drachenzähmen leicht gemacht. Hier geht's weiter. Und zwar, ich habe auch eine Frage an Konrad, die mich seit Jahren plagt. Es gab einen Trailer zu Die Hüte des Lichts, wo du die Stimme von Jack Frost warst. Ja, aber genau. Aber im finalen Film warst du dann nicht die Stimme von Jack Frost. Das ist relativ oft so bei diesen ganz großen Blockbuster-Animationsfilmen. Und da muss man fairerweise sagen, oft gehen diese Rollen dann an Musiker, ganz bekannte deutsche Schauspieler oder YouTuber, die man halt in eine Talkshow setzen kann und die dann ordentlich Werbung dafür machen. Und ich mache ja hauptberuflich wirklich, also ich bin hauptberuflich Synchronsprecher, ich mache eigentlich nur Synchron, Hörspiele, solche Sachen. Und diese Rollen gehen dann oft an jemand anderen. Und ich weiß nicht, wie viele Trailer für Animationsfilme ich schon gesprochen habe. Ich glaube, so bestimmt 20. Und dann macht es am Schluss irgendjemand anders. Aber das ist einfach so. Man braucht halt Leute, die man durch die Talkshows Deutschlands, Österreichs schicken kann. Genau.
Aber der Film sah sehr gut aus, genau. Ja. Gut, dann machen wir hier weiter. Gab es auch schon mal Situationen, wo ihr eure Takes gesprochen habt und dann war halt alles im Kasten, ihr habt das Endergebnis gesehen und habt gedacht, oh nein, so, ging ja voll daneben jetzt. Also bei mir war es ein bisschen anders, ich sollte einmal eine Rolle sprechen, das war so, damals gab es so noch Transgender nicht so richtig, aber es war so was dazwischen und wir haben total lange daran gearbeitet, war bei Waltraud Brückner noch, glaube ich, Frau von Christian Brückner, wie ich ihn kennt, und haben da wirklich total dran gesessen und dann habe ich die Rolle gesehen und dann hat sie mich umbesetzt. Dann hat irgendjemand anders da auf einmal gesprochen, da war ich auch sehr irritiert, das hat mich noch mehr gestört, als wenn ich da irgendwie nicht so gut gewesen wäre. Ja, es gibt auch manchmal, es gibt ja bestimmte Schauspieler, die man dann über sehr lange Zeiträume sozusagen festspricht, wo man immer die Stimme von diesem Schauspieler gibt. Und manche haben auch Schauspieler sehr lange Pausen, drehen für 10, 15 Jahre vielleicht gar nichts und dann spricht man sie wieder. Und es, manchmal entwickeln sich Stimmen komplett auseinander oder auch die Person entwickelt sich in eine ganz andere Richtung und die Stimme passt dann gar nicht mehr dazu. Und ich hatte dann ein Projekt, da wurde ich dann auch umbesetzt, weil ich gesagt habe, es passt einfach nicht mehr. Weil das dann ein 110 Kilo reine Muskelmasse Mensch war. Und dann dachten wir uns, ich meine, das geht einigermaßen bei mir, aber vielleicht doch nicht ganz. Und dann habe ich auch gesagt, sollten wir vielleicht anders besetzen. Gut, Dankeschön. Ich bin am Ende des Mittelganges. Die nächste Frage. In welchem Anime oder Videospiel würdet ihr eine Stimme sein, wenn ihr könntet? Also bei mir ist so, ich mache ja meinen Kanal und ich merke, dass es super viele One-Piece-Fans gibt. Und ich habe jetzt mit der Besetzung gesprochen, also die Frau, die One-Piece besetzt, die sind ja irgendwie in einem Arc, nennt man das, glaube ich, und jetzt kommt der nächste Arc. Und da hatte ich unauffällig angedeutet, also so unauffällig, wie man das machen kann, dass ich notfalls, falls es keine andere Besetzung gibt, gar nach München fahren würde, da was sprechen würde und eine kleine Rolle werde ich da wohl irgendwie kriegen. Aber das, ich muss sagen, ich bin gar nicht der super One Piece Fan, aber ich habe viel auch mit Daniel Schlauch und so zu tun und den ganzen Leuten. Ich sehe einfach, wie die One Piece Fans total durchdrehen. Ja, es ist ja wirklich eine, so wie bei Dragon Ball vielleicht nur noch so diese super 150%igen Fans. Und deshalb würde ich da gerne mal mitsprechen. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen, was gibt es denn? Ich wurde vor kurzem auf einer Convention angesprochen, warum ich denn nicht bei, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen falsch ausspreche, Frieren, ja, ist das richtig? Ja, dass, warum ich denn da nicht mitsprechen würde, dass ich da doch auf eine Rolle so gut gepasst hätte, warum man mich da denn nicht besetzt hätte, also das vielleicht zum Beispiel. Ja, und ich schließe mich Sven an. Alle wollen so One Piece. Mögt ihr One Piece hier? Na, ich war ja letzte Woche auf der German Comic Con und da war ja diese Emily Rudd, wer sie kennt, die deutsche Nami, also die original Nami war da. Da habe ich auch mitgekriegt, wie die halt auf der Comic Con alle total ausgerastet sind, dass die da war. Also One Piece ist, glaube ich, zurzeit der heißeste Scheiß. Ich glaube auch. Gut, dann machen wir hier weiter. Ich bin hinten rechts. Konrad, kannst du was in deiner Sugawara-Stimme sagen? Ob ich was in meiner Sugawara-Stimme sagen kann, die ist ja fast so wie meine, vielleicht nur ein bisschen heller. Aber er muss auf jeden Fall immer schön die Bälle wegräumen. Gut, noch jemand eine Frage? Ja, hier vorne bin ich vorbeigelaufen. Entschuldigung, ich frage mich schon die ganze Zeit, welcher Charakter war das? War das Bucky, den was du jetzt nicht mehr sprechen wolltest? Oder war das aus einer anderen Serie? Den, was du vorhin gesagt hast, was du umbesetzen lassen hast. Der Konrad. Konrad, du ja. Du meinst bei Bleach, oder? Nein, wo du vorhin gesagt hast, dass der Charakter nicht mehr passt. Wo ich umgesetzt wurde. Das war ein Film, es war ein Actionfilm, genau. Das war nichts aus dem Anime-Bereich. Auch nicht so ein großes, wichtiges Projekt, genau.
Gut. Mit Umbesetzung, ganz kurz noch eine ganz kleine Sache dazu, dass ihr euch da nicht wundert, wenn ihr plötzlich mal eine ganz andere Stimme hört in einer Sache, die eigentlich jemand anders spricht, weil manchmal sind Leute krank. Also ich hatte jetzt, man hört es ja immer noch an meiner Stimme, ich hatte eine Stimmbandentzündung und wir haben Mushoku Tensei aber aufnehmen müssen. Und da wurde meine Rolle dann von jemand anderem gesprochen und nächste Woche liefere ich es dann mit meiner normalen Stimme hoffentlich nach. Aber wenn jetzt jemand das eben sieht, sagt er, hups, die Rolle ist ja ganz anders. Und sowas kommt eben manchmal auch vor, dass Kollegen einfach krank sind oder zu viel Gage wollen. Auch das. Wie wichtig eigentlich Stimmen sind im Synchron, ist mir eigentlich klar geworden bei den Simpsons, um ehrlich zu sein. Ich habe einfach aufgehört, die Simpsons zu gucken deswegen. Ne? Ich konnte nicht mehr. Gut, nächste Frage. Gibt es eine Emotionslage, die für euch schwierig ist zu sprechen? Oder gibt es eine der schwierigsten? Wir sind Schauspieler. Ich kann eh nur einen Ton, also kommt immer das Gleiche raus. Also. Das hast du aber oft geschafft. Ich glaube, wenn es wirklich so, das ist jetzt im Anime, kommt es auch häufiger vor, weil eine Sache, die ich an Anime sehr schön finde, ist, dass sie deutlich emotionaler sind als vielleicht Produktionen, die so eher aus dem Westen stammen, also manche so tiefer in Gefühle reingehen. Wenn etwas sozusagen sehr traurig ist, wirklich so herzerreißend und wirklich so alle gefühlt sozusagen Knöpfe gedrückt werden, wenn es über lange Zeiträume geht und du immer wieder versuchen musst, da ranzukommen, auch an Emotionen, das kann natürlich auch ein bisschen an die Substanz gehen. Oder ich habe vor einer Weile was gehabt, wo dann die kleine Tochter gestorben ist. Und so eine Sachen sind dann natürlich auch sehr belastend, so. Und vor allem, wenn es über lange Zeiträume geht, sozusagen. Ja. Und ich habe gemerkt, gerade bei Kindern, was ganz schwer ist, ist das Lachen. Ja. Als Kind ist es wahnsinnig schwer, auf Befehl zu lachen. Da kommen dann die Regisseure und machen oder so, weil ansonsten klappt da nicht viel. Und das kommt man dann mit der Zeit, kommt man irgendwie rein. Aber das ist, glaube ich, wirklich schwer. Weinen fiel mir immer viel leichter als Lachen zum Beispiel. Es gibt so eine Diskrepanz manchmal mit den Emotionen. Also wenn man Realfilm, koreanische, chinesische oder japanische Realfilme hat, die spielen einfach auf eine Weise und dann sagen sie aber nur, ich hab dich lieb. Und das dann eben im Deutschen so rüberzubringen, dass es jetzt nicht mit dem Gesicht so ganz auseinanderklafft, aber eben in der Sprache eben doch eher unserem Kulturkreis angepasst ist, das ist manchmal schwierig. Gut, Dankeschön. Hier die nächste Frage. Ihr seht mich, ne? Ja. Bleiben wir gleich mal bei Thema Emotion. Und zwar, seid ihr auch schon mal irgendwie bei einer Szene zusammengebrochen, die richtig emotional war? Wie zum Beispiel gibt es dieses ganz berühmte Video vom Synchronsprecher von Yuji aus GGK. Der hatte einen totalen Mental Breakdown bei einer Szene, wo, Spoiler, Charakter gestorben ist. Lasst ihr euch auch manchmal da mitreißen? Also ich hatte noch nie eine Szene, die mich jetzt total zerstört hat. Also man identifiziert sich natürlich schon, wenn man es spielen will, zum gewissen Teil damit, aber trotzdem bin ich ja im Atelier um mich herum sitzende Cutterin, die vielleicht sich gerade zwischendurch die Fingernägel irgendwie macht oder so. Man wird ja dann auch schnell wieder zurückgerufen in das Normale. Und man spielt ja die Szenen auch nicht hintereinander. Die Szene ist ja in viele Takes geschnitten, da machst du den einen Teil, dann sagt der Cutter, die brauchen wir nochmal, brauchen wir breiter, der Regisseur sagt, nee, ein bisschen mehr Emotion, dann kommt der nächste. Wenn wir die Szene jetzt wirklich ganz spielen würden, dann steigert man sich vielleicht noch anders rein, aber ich glaube, dadurch, dass es immer so aufgeteilt ist, ist es bei mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gewesen. Ich fange manchmal an zu weinen bei Szenen, aber das ist, weil der Schauspieler auch weint und mir das leichter fällt, es dann zu spielen. Aber es ist eigentlich mehr gewolltes Weinen, nicht weil mich die Szene jetzt so umhaut oder so. Ja, ich glaube, bei Sachen, die eher nach innen gehen, also zum Beispiel Traurigkeit oder so, das kann man, sind Dinge, die man noch ganz gut mit sich selbst ausmachen kann, aber manche in bestimmten Szenen total ausrastet, wenn man sozusagen vor Zorn gar nicht mehr an sich halten kann und sich auch gerade so in Szenen, wenn man sich komplett überschreit, völlig außer sich ist, merkt man, dass man irgendwann emotional so hoch schaukelt, dass man sozusagen der Blutdruck ist auch auf einem Niveau, dass einem schwerfällt, erstmal wieder runterzukommen, weil dann auch der Körper einfach alles an Hormonen ausschüttet, was irgendwie da ist. Und da muss man sich erstmal langsam wieder runterpegeln. Aber ich habe es durchaus erlebt, so ein paar Mal in meinem Leben, dass wir
bei Aufnahmen, wo halt die Vorgabe schon so emotional und großartig war und dann der deutsche Sprecher, die deutsche Sprecherin das nachgespielt, nachempfunden hat und wir dann die Szene nochmal im Ganzen angeschaut haben, eben Tonmeister, Regie, Cutter, alle, dass wir dann wirklich da saßen und uns die Tränen runtergelaufen sind, weil es so gut im Original war, aber im Deutschen dann eben auch wirklich perfekt umgesetzt wurde. Also es kommt vor. Schön, danke. Nächste Frage. Frage an Konrad, nämlich bei Haikyuu, was ist dein Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter bei Haikyuu? Wahrscheinlich sogar war er erstmal selbst, weil ich von ihm natürlich am meisten gesehen habe. Wir haben heute Morgen so ein paar Sätze durchgespielt. Zu Asahi fand ich zum Beispiel auch immer sehr nett. So, es gibt so, ich habe von Haikyuu natürlich größtenteils das gesehen, was ich selbst gesprochen habe. Und dementsprechend, ja, würde ich mal sagen, meine Wenigkeit selbst. Ich bin nach rechts gewandert. Hier ist die nächste Frage. Und zwar eine Frage an Martin. Könntest du was in der Kakashi-Stimme sagen? Endlich. Ja. Meine lieben Shinobi, haltet euer Chakra gut zusammen, denn es ist wichtig, dass ihr im Kampf bestehen könnt. Wir machen hier auch direkt weiter. Wie ist das mit Essen und Trinken? Also habt ihr dann wirklich was zum Trinken oder du eine Karotte als Bugs Bunny mit dem oder macht man das so nach oder wie funktioniert das? Teils, hängt immer von der Sprecherin oder dem Sprecher ab. Es gibt Leute, die können sehr gut simulieren, ohne was zu haben. Ich finde zum Beispiel, ich persönlich finde nichts cooler, das war auch in einem Projekt, das wir zusammen gemacht haben, wenn du zum Beispiel halb einmal trinken bist oder im Wasser, dann nimmst du dir einfach eine Wasserflasche, lässt es halt rauflaufen. Es hört sich an, als ob du wirklich gerade im Wasser bist. Ich finde, man kann damit auch viel machen, weil leider, wir arbeiten ja nicht mehr so viel mit so Set-Geräuschdesign und das kann man selbst ein bisschen simulieren. Ich esse immer gerne beim Sprecher, ich esse sowieso gerne und auch trinken. Also ich finde, es hört sich mal ein bisschen anders an, wenn man auch das noch so halb rund runterschluckt. Also ich mache das gerne. Also bei mir spreche ich Bugs Bunny relativ lange. Teilweise ist das Knabbern auf dem IT, also auf dem Band, was für alle Länder gleich ist, wo wir gar nichts mehr machen. Aber teilweise muss ich dann auch irgendwie also sowas machen. Aber da ich das so oft jetzt gemacht habe, ist es auch irgendwie drin. Aber wie gesagt, das Knabbern ist auch meine Spezialität, würde ich sagen. Ich bin mittlerweile hier. Wir machen noch zwei, drei Fragen, dann kommen wir schon langsam zum Ende. Wie ihr seht, seid ihr sehr gefragt. Tolle Überleitung, ne? So. Und zwar, ich habe eine Frage wegen den Skripten. Und zwar, arbeitet ihr da dann mit den Studios aus den anderen Ländern zum Beispiel zusammen? Und an Konrad eine Bitte, ob du Bankai vielleicht sagen könntest? Ob wir mit Studios aus anderen Ländern zusammenarbeiten bei Synchronfassungen im Allgemeinen oder... Also zum Beispiel für Szenen um die genaueren Bedeutungen. Ah, okay, also wir kriegen bei vielen, zum Beispiel Netflix oder die Streaming-Anbieter sind inzwischen relativ gut da drin, immer mehr Informationen dazu auch weiterzugeben, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Es gibt dann so Show-Guides, nennt sich das, dann kriegst du mehrere DIN-A4-Seiten. So und so ist das Ganze angelegt, das sind die Hintergründe. Also es wird schon sozusagen immer mehr gestreamlined, dass alle Länder auch in der Post-Production, so kann man es jetzt mal zusammenfassen, das abliefern, was sich da eigentlich mal gewünscht wurde. Und dann nur für dich, du bist Eric, nicht wahr? Habe ich mir das richtig gemerkt? Bankai! Yeah! Dann noch eine Frage. Gerade so bei Dialogen, zum Beispiel wenn zwei Charaktere miteinander streiten beispielsweise, werden die dann trotzdem immer separat eingesprochen oder wird da wirklich der Dialog? Also mittlerweile werden die alle getrennt aufgenommen. Das ist ja das Thema Xen, was viele kennen. Bis vor 2004 oder so wurde das alles zusammen aufgenommen. Mittlerweile wird es getrennt aufgenommen und wenn ich Regie mache, höre ich ja den einen. Der eine ist ja meistens dann schon drauf, dann höre ich, ob es ranpasst. Also es ist natürlich nicht so leicht manchmal. Aber ich glaube, es wird normalerweise ganz gut und wir sind ja auch daran gewöhnt, jetzt alleine uns zu streiten. Also es geht eigentlich ganz gut mittlerweile. Also
Im Hörspielbereich gibt es immer noch Heike Dine Körting in Hamburg, Europa, die drei Fragezeichen. Da werden immer noch die Leute gemeinsam aufgenommen. Öffentlich-rechtlicher, ja genau, öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch noch. Also im Hörspielbereich. Auch, wobei, da gibt es auch viele Hörspiele, wo auch nur geixt wird. Aber im Synchron, früher haben wir klar zu viert vorm Mikrofon gestanden, dann standen da drei alte Hasen und ein Neuling. Und der Neuling hat immer die Fehler gemacht und die drei alten Hasen waren nach 3, 4 Wiederholungen total stinkig. Da musstest du als Neuling schnell lernen. Und heute ist es halt anders, heute ist halt wirklich jeder alleine vorm Mikro. Ganz kurz, es hat halt vor allen Dingen auch technische Gründe. Inzwischen werden die Sachen halt ganz anders aufgenommen, dass so viele Soundeffekte teilweise darauf liegen, dass die Leute das dann später nachbearbeiten, die Tonmeister oder die es auch aufnehmen, halt Wert darauf legen, dass an bestimmten Stellen wirklich eine kleine Pause ist. Das heißt, die Art, wie aufgenommen wird und wie es auch nachbearbeitet wird, ist anders. Und das könnte man gar nicht zusammen vor dem Mikro in der Form herstellen. Das würde ewig dauern. Wobei zum Beispiel jetzt Beavis und Butthead, die neuen Folgen mit Julien Hajich und Tommy Morgenstern, habe ich gehört, dass die das wieder zusammen aufgenommen haben, weil die beiden sich das gewünscht haben. Und es gibt immer noch Sachen, die zusammen aufgenommen werden, aber es ist halt wirklich unter 1%, würde ich sagen. Beavis und Butthead läuft immer noch? Neue Folgen. Ich habe die jetzt gerade getroffen, weil die im Nebenatelier immer aufnehmen. Und da gibt es halt wieder die gleichen Leute wie damals vor 20 Jahren. Das muss ich gucken. Gut, hier haben wir noch eine Frage. Wie pflegt ihr eure Stimmen? Also ich habe schon mal gehört, manche trinken vielleicht ein bisschen Öl oder so. Was sind da eure Tipps oder Tricks? Also ich habe einfach nur gemerkt, gerade wenn ich Bugs Bunny spreche, geht es ja sehr auf die Stimme. Und ich spreche Bugs Bunny sehr lange und damals war meine Stimme viel heller. Also wenn ich jetzt noch versuchen will, diese Höhe zu kriegen, kann ich das auch gar nicht mehr so lange machen. Also ich spreche höchstens am Tag 2 Stunden und dann muss ich darauf achten, vielleicht ist dir aufgefallen, wir trinken sehr viel. Also wenn du, die Stimme muss immer feucht bleiben. Sobald ich nicht trinke, fängt die an so ein bisschen zu brechen, ich nenne es immer zu brechen, dann wird die rauer. Und wenn die Stimme erst mal einmal rau ist und dann musst du schreien, dann ist es irgendwann so, dass du irgendwie gar nichts mehr kriegst. Ich war vor 2 Jahren bei der German Comic Con in Dortmund und da hatten wir so Zug auch in der Halle und am 2. Tag hatte ich keine Stimme mehr. Ich konnte dann nur noch, da kamen die Leute, komm, mach eine Sprachnachricht und ich so, ja, warte kurz, ich mach eine. Und dann waren die Leute weg. Also das, da muss man total drauf achten, immer die Stimme feucht halten. Ich versuche auch immer irgendwie so Halsbonbons, Hustenbonbons, wenn ich wenig reden natürlich auch. Also es sind ganz verschiedene Sachen. Jeder hat da, glaube ich, auch so ein bisschen sein eigenes Ding da noch. Salbeitee oder Lutschbonbons, Gelo Revoice. Bei Bronchitis richtig inhalieren. Aber ja, Feuchtigkeit. Also trinken ist ganz wichtig, ganz wichtig. Und nicht eben 8 Stunden sprechen. Das ist einfach, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, wenn, ja. Machen wir noch eine Frage zum Abschluss. Dann sind wir auch langsam am Ende. Zum Thema KI, bei der neuen Pumuckl-Produktion auf RTL Plus wurde jetzt ja wirklich die Stimme des alten Pumuckls, des verstorbenen Pumuckls, rekreiert. Dann meine Frage, wie steht ihr denn dazu? Oder könntet ihr euch das mit eurer eigenen Stimme dann mal vorstellen? Oder? Da können wir jetzt 2 Stunden drüber diskutieren, die Zeit haben wir nicht. Es wird als Bedrohung in der Branche wahrgenommen. Ich glaube, die KI, also im Pumuckl ist es ja noch so, dass die Stimme von dem Schauspieler eingesprochen wurde und nur das Stimmprofil drüber gelegt wurde. Das heißt, originär steht da ein Mensch dahinter, der diese Emotionen gesprochen, gespielt hat. Es gibt sehr, sehr viele Programme inzwischen, die eben versuchen, die menschliche Stimme zu imitieren, die es auch zum Teil erstaunlich gut machen, aber ich glaube nach wie vor, emotional kommt das alles noch nicht an das ran, was wir, was unsere Kollegen, was wir können. Und ich hoffe, dass das noch lange so bleiben wird. Ja genau, also zum Beispiel was jetzt Pumuckl angeht, würde ich sagen, wenn man wirklich, also wenn ein Schauspieler verstorben ist und man möchte sozusagen dieser Stimme treu bleiben und auch sozusagen dieses Lebenswerk ehren, würde ich sagen, damit habe ich persönlich überhaupt gar kein Problem. Was du halt auch gesagt hast, es hat ein anderer Schauspieler sozusagen eingesprochen, gespielt und hat es sozusagen am Leben gehalten, völlig in Ordnung. Und wir, was das andere Thema KI angeht, ich glaube, das sehen natürlich alle meine Kollegen sehr, sehr kritisch, aus gutem Grund.
Also das Problem ist ja zum Beispiel bei SpongeBob. Marco Kröger ist raus, Jürgen Kluckert ist gestorben, hier der von Thaddäus, wie heißt er, Brüter, Ebert Brüter ist gestorben. Wenn du natürlich dann immer sagst, auch die Verstorbenen machen wir, dann sprechen bald nur noch Verstorbene, die sehen, das ist das andere Problem, was wir haben, dann sind wir da auch wieder raus. Und das, was Peter aber vielleicht noch immer sagt, das stimmt halt einfach, ihr entscheidet letzten Endes, ob ihr die Qualität der Synchronsprecher weiterhaben möchtet oder ob ihr in ein paar Jahren nur noch computergenerierte Stimmen haben wollt. Weil letzten Endes seid ihr die Endverbraucher, die euch die Animes oder die ganzen Sachen anguckt und ihr müsst dann halt sehen, ob das nicht vielleicht doch schöner ist mit Synchronsprechern, weil davon wird es abhängen. Es wird sicherlich Versuche geben, weil die Zeit und das Geld wahrscheinlich weniger ist, die Synchronsprecher rauszubringen. Und es gab ja bei schlechten Synchronisationen auch schon die Versuch, bei Vikings zum Beispiel, wo die Synchronisation so schlecht war, dass so viele Leute an ProSieben damals geschrieben haben und sich beschwert haben, dass Vikings ganz neu synchronisiert wurde von richtigen Synchronsprechern. Und man muss halt gucken, wenn ihr halt immer sagt, nee, wir möchten aber richtige Menschen haben, dann sind wir noch lange da. Wenn nicht, habt ihr nächste Mal hier drei Roboter auf der Bühne. Das dann so interessant ist. Die letzte Frage von mir. Wo kriege ich noch eine Unterschrift her? Heute, morgen, gestern? Wo finden wir euch? Also 15 bis 16 Uhr findet ihr uns noch mal draußen. Da werden wir noch mal eine ganze Stunde Autogramme geben. Und morgen auch noch mal zweimal. 12 bis 13 Uhr und dann noch mal 15 bis 16 Uhr. Also ihr habt noch alle Chancen, wenn ihr an beiden Tagen da seid, kommt wann immer ihr wollt. Wenn ihr nur heute da seid, dann würde ich sagen, sehen wir uns um 15 Uhr. Konrad kann sogar Unterschriften tätowieren, habe ich gehört. Und vor allen Dingen, was immer seltener wird, hier sind die Unterschriften alles noch umsonst. Also es gibt mittlerweile schon viele Conventions, wo das auch relativ teuer verkauft wird. Also hier ist es super, dass es noch alles umsonst ist. Willkommen auf der besten Convention. Und die Anamicon bedankt sich recht herzlich. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr so viele tolle Stimmen synchronisiert habt. Sehr interessant und wollt ihr noch ein Foto machen? Ja. Assistentin kommt. Der Hauptakt heute Abend. Wollt ihr mit dem Publikum vielleicht ein Foto machen? So ein Riesenselfie? Macht man so. Daniel hat es auch gemacht. Ihr dreht euch um, ihr kommt ein bisschen näher vielleicht, habt ihr Bock? Ihr kommt alle aufs Foto. Oder ihr steht einfach nur auf. Da wäre vielleicht besser, oder? Komm, ein bisschen aufstehen. Komm, ich weiß, ihr saßt jetzt eine Stunde, ist gemütlich. Bisschen aufstehen. Guck mal, sehr schön. Jetzt grinst noch ein bisschen. Ich weiß, es ist schwer. Hanami! Dann verabschieden wir Sven, Konrad und Martin. Dankeschön! Vielen, vielen Dank und vielen Dank für die interessanten Fragen an euch. Gerne, gerne, gerne.